Ja, über Maske geht es besser. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Albrecht, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Nach meinem Mehling zu sprechen ist immer ein bisschen schwer, weil es so originell ist, schaffe ich natürlich nicht. Und mit dem Reimen habe ich es jetzt auch gar nicht. Also ihr müsst jetzt dann vorliegen nehmen, was ich jetzt sonst so vorbringe. Ich hoffe, dass ich das trotzdem einigermaßen bei der Stange halten kann. Und verzichte deswegen jetzt auch mal auf Zahlen und Fakten, die schon ausführlich dargelegt wurden. Auch auf die Probleme durch Corona, die wir jetzt schon gehört haben. Ja, unsere Haushaltslage war ja auch vor Corona schon nicht die beste. Und es liegt natürlich auch daran, dass eine Stadt unserer Größe einfach so eine Infrastruktur hat, die viel Geld benötigt. Wir stehen schon länger unter der Beobachtung der Kommunalaufsicht und sollten aber trotzdem nicht vergessen, wir haben mit dem Geld einfach auch wahnsinnig viel erreicht. Es wurden ganz viele tolle Dinge auf den Weg gebracht, es wurde viel für die Zukunft geschaffen. Allein wenn ich hier die tolle Halle angucke, die uns ja in den letzten Wochen beinahe zum Wohnzimmer geworden ist. Also so ein Wohnzimmer habe ich gerne und ich gehe immer wieder gerne hier rein. Finde ich wunderschön und das ist ein Schmuckstück, auf das wir alle stolz sein können. Ich denke, immer wieder daran. Es war nicht umsonst das Geld, das uns gegeben hat. Und die gesamte Stadtspitze hat in den letzten Jahren wirklich auf Hochtouren gearbeitet und ganz viele Dinge vorangebracht und das ist auch wirklich gut so. Jetzt ist eben die Zeit, dass man diese Maßnahmen wirklich mal genauer anschaut, dass man sie zu Ende bringt und in Ruhe schaut, was wirklich wesentlich ist. Das ist jetzt dran. Und ich möchte jetzt darauf verzichten, nochmal auf Dinge einzugehen, die nicht gehen, die gestrichen werden müssten oder mussten. Und möchte mich jetzt den Notwendigkeiten aus unserer Sicht, den wichtigsten Notwendigkeiten, das sieht natürlich jeder anders, klar, aber dazu sind wir da, und daneben danach auch den Möglichkeiten zu wenden, die es trotz allem noch gibt. Eine absolute Notwendigkeit ist für uns natürlich klar der immer drängendere und unverzichtbare Klimaschutz. Das ist leider heute Abend noch kein einziges Mal gefallen, das Wort, weil die Klimakrise ist aus unserer Sicht, okay, Finanzkrise haben wir, haben die Corona-Krise, aber die Klimakrise wird nichts Vorübergehendes sein, sondern die wird uns bleiben und das verlieren wir immer wieder aus den Augen von lauter anderen kleineren Krisen. Das ist wahnsinnig schwierig. Ihr fragt euch vielleicht, was hat es jetzt mit dem Haushalt zu tun, die Grünen wieder. Manche rollen schon innerlich die Augen oder schalten ab. Okay, gut, mag sein. Aber schauen wir uns den Haushalt der letzten Jahre an, was da für Summen reingeflossen sind, die wirklich in die erste massive Folgen des Klimawandels. Also das sind nur die ersten Folgen. Wir stehen ganz am Anfang. Mittlerweile sind sich da eigentlich alle Parteien einig, nur darüber, wie man damit umgeht, ist noch jetzt leider noch nicht die Einigkeit da. Einfach nur ein paar kleine Beispiele. Unser Wald, der in großer Gefahr ist, früher war er gewinnbringend. Jetzt ist er defizitär, die Bäume müssen gefällt werden, die Holzpreise gehen im Keller. Finanzbedarf allein in dem Jahr und auch schon in den letzten Jahren jeweils 300.000 Euro. Früher hat man da noch Geld verdient damit. Die bisherige Wasserversorgung reicht nicht mehr aus. Unsere Quellen gehen zu Ende, liefern immer weniger Wasser. Der Bezug von Bodenseewasser musste gesteigert werden. Neustrukturierung des Trinkwasserversorgungskonzepts war nötig. 2,1 Millionen allein 2020. Bewässerung von Pflanzbeeten, Sportplätzen, es wird alles zunehmend aufwendiger und immer mehr Stadträume sind abhängig. Und auch für Hochwasserschutz und Starkregenmanagement, wir sehen es jedes Jahr, jetzt waren wieder irgendwie 8 Millionen für die nächsten 2-3 Jahre und das kostet uns Millionen Jahr für Jahr mehr und wir bauen hinterher. Die Hochwassereignisse und die Starkregenereignisse, die werden sich steigern, das wissen wir alle. Und das waren jetzt nur die alleroffensichtlichsten Folgen, auch wenn ich euch auf die Nerven gehe damit, aber trotzdem ist es wichtig, das immer wieder zu sagen. Weil jeder Cent, der in den Klimaschutz investiert wird, der lohnt sich unterm Strich für uns alle. Wir werden sonst ausschließlich irgendwann nur noch Getriebene sein, die hinterherrennen, so wie beim Hochwasserschutz. Wir bauen und bauen und das Hochwasser wird mehr und mehr. Und genauso wird es uns mit allen anderen Dingen auch in den Klimaschutz. Das ist einfach, wir müssen das viel ernster nehmen. Corona-Krise geht vorbei, da gibt es eine Impfung. Aber dagegen wird es keine Impfung geben. Und jetzt sind wir noch halbwegs in der Lage, halbwegs vorausschauend zu planen, jetzt noch. Weil wir als Kommune, wir sind nicht nur ein kleiner Teil, sondern wir sind wirklich Teil des Ganzen und nur wir alle zusammen können diese Krise bewältigen. Und wir dürfen nicht aus den Augen verlieren vor lauter anderen Krisen. Über jedes strengere Gesetz beim Klimaschutz zum Beispiel, das sollten wir uns freuen und nicht jammern, ach, die machen alle wieder so viel Druck und was sollen wir denn da bloß machen? Strengere Klimaschutzgesetze schaffen für uns die Sicherheit, dass alle in den Schutz investieren müssen. Und damit wird auch Gerechtigkeit erreicht und die Wirksamkeit erhöht. Und das muss in unser aller Interesse sein.
von herausragender Bedeutung ist aus unserer Sicht dabei die beschlossene Einstellung eines Klimaschutzmanagers oder einer Managerin, weil mit deren Stelle wird in unserer Kommune endlich die nötige Wichtigkeit dem Klimaschutz gegeben. Es darf kein Nischenthema einzelner Ressorts sein. Klar, die Energiewirtschaft ist das Wichtigste beim Klimaschutz, aber auch in anderen Ressorts. Wir müssen wirklich in jedem Handlungsfeld schauen, wo können wir was tun. Das ist schade, dass durch das lange Zögern jetzt wieder ein ganzes Jahr verschenkt wurde, aber gut, besser spät als gar nicht. Und wir freuen uns, dass das jetzt auf den Weg gebracht wird. Wir hoffen, es geht schnell. Und unverständlich ist uns auch, dass in der Stadt, in der sonst so viel über Konzepte geregelt wird, ausgerechnet beim Klimaschutz dafür keine Notwendigkeit gesehen wird. Man fragt sich natürlich wieder, ach, wer soll das alles bezahlen? Aber gerade Klimaschutzmanagement und die Erstellung eines Klimaschutzkonzepts ist mindestens bis Ende 2021 bis zu 100% gefördert. Also das sollten wir uns nun wirklich im Moment absolut nicht entgehen lassen. Zumal wir mit solchen Maßnahmen anschließend auch wirklich gezielt Kosten einsparen können und weitere Fördermittel einwerben, die in unseren kommunalen Haushalt gehen. Also das ist ja auch die Aufgabe eines Klimaschutzmanagers. Jetzt habe ich mein ganzes Ding verrutscht, jetzt muss ich erst wieder suchen, wo ich bin. Ganz auswendig weiß man es halt doch nicht. Genau, oft übersehen wird nämlich, der Klimaschutz, der lohnt sich auch an anderen Stellen. Er ist nämlich Wertschöpfung, wird hier in unserer eigenen Region, und das wird immer wieder übersehen. Eigentlich kostet unser Klimaschutz nämlich auch in der Hinsicht nicht nur Geld, oder eigentlich unterm Strich gar kein Geld. Weil Investitionen in den Klimaschutz, also von unserer Kommune selbst oder auch von Dritten, egal, die bringen Umsätze, und an denen sind eine Vielzahl lokaler Wirtschaftsakteure beteiligt. Das führt natürlich zu Unternehmensgewinnen, zu Einkommen, eventuell zu Arbeitsplatzerhalt oder Schaffung. Und das alles führt wieder zu Steuereinnahmen der Kommunen. Ich meine, stellen wir sich einfach nur vor, wir könnten die enormen Summen, die für unsere Energieversorgung über Öl und Gas nur ins Ausland fließen. Wenn wir das alles bei uns hier halten könnten, indem wir die Energie hier erneuerbar erzeugen, ist eine unglaubliche Wertschöpfung in unserer Region. Und es gibt Landkreise, in denen das schon gelungen ist. Und das liegt daran, dass da alle an einem Strang ziehen und wirklich die Wichtigkeit erkannt haben und vor allem auch erkannt haben, das kann wirtschaftlich sein, wenn man das richtig macht. Das wird immer wieder übersehen. Und auch die Öffentlichkeitsarbeit und Beratung zu Klimaschutzmaßnahmen, dies kann lokale Wertschöpfungseffekte bewirken. Also da kommt der kreiseigene Klima zum Beispiel eine ganz wichtige Rolle zu. Und die kann von uns gar nicht genug beworben werden. Im Moment wäre dafür auch in unserem Stadtanzeiger genug Platz. Ich habe gesehen, es ist immer wieder drin, aber ich denke, es könnte noch größer und noch umfassender drin sein. Platz genug ist. Ja, jeder Cent, den wir von wenigen Geldes zur Verfügung steht, investieren sollte deswegen auf jeden Fall intensiv auf regionale Wertschöpfung und auf Klimafreundlichkeit geprüft werden. Das fängt schon bei den Ausschreibungen an. Der zweite Bereich, der für uns eine Notwendigkeit bleibt, sind natürlich die Ausgaben im sozialen Bereich, für unsere Schulen und Kindergärten. Klar, da sind wir uns nämlich auch weitgehend einig. Die Sanierung der Realschule sollten wir fest im Blick behalten. Und dann Sozialausgaben wie der Schulsozialarbeit müssen mindestens festgehalten werden. Wir hätten uns ja gewünscht, dass für das Jugendhaus eine weitere halbe Stelle finanziert wird. Gerade jetzt mit den Pandemie-Einschränkungen, das war für viele Jugendliche das Leben. Wirklich schwer, ist eine besonders schwere Zeit, aber leider wurden wir hier überstimmt. Die Einstellung wurde abgelehnt. Eine Finanzierung dieser Leistungen wird leichter, wenn wir endlich aufhören, von riesigen Verkehrsprojekten zu träumen, wie die Nordanbindung am Berufsschulzentrum vorbei oder der Ostbahn, der durchs vordere Wiesental. Schon allein die Planung und solche Projekte, die verschlingen so viel Geld. Also wir meinen, sie sind nicht zukunftsfähig. Unsere Verkehrsprobleme müssen wir einfach anständig. Ja, wir brauchen auch noch unbedingt ein paar positive Dinge und jetzt komme ich deswegen zu Möglichkeiten. Und ich denke, wir brauchen viel Kreativität in nächster Zeit, Ideen und das einfach, dass wir trotz der Krassen noch irgendwas bewirken können. Und da möchte ich zwei größere Beispiele nennen. Das erste Beispiel ist unsere Innenstadt. Der Einzelhandel ist jetzt natürlich total gebeutelt durch den Onlinehandel und durch Corona, aber mit der Schnelligkeit, wenn man kaufen klickt, auch der naheliegendste Parkplatz mit konkurrieren. Also da wird uns 50 Cent her oder hin, das ist nicht das Thema. Sondern was können wir da tun? Wir müssen fördern, was eine Innenstadt im Online-Shopping voraus hat. Wenn unsere Innenstadt shoppen geht, dann tut es nicht wegen der großen Auswahl, sondern weil er sich dort wohlfühlt.
Wir brauchen mehr Aufenthaltsqualität, die zum Verweilen einlädt. Also einkaufen, Kaffee trinken, Menschen treffen, Kultur erleben. Diese Punkte zusammengedacht in einer verkehrsberuhigten, lärmarmen, begrünten Innenstadt, das kann kein Online-Shopping bieten. Und das muss unser Ziel sein. Aber wie erreichen wir das? Mit dem hohen Grad des Zugverkehrs, der unser Zentrum wirklich unattraktiv macht, muss Schluss gemacht werden. Rund um den Kirchplatz und vor allem am Karlsplatz, da herrscht viel zu oft Chaos. Und für Fußgänger und Radfahrer entstehen gefährliche Situationen. Vor allem Kinder und Senioren sind oft überfordert. Und da ist wirklich, das sind wir von der entspannten Aufenthalts- und Einkaufsatmosphäre meilenweit entfernt. Das ist nicht, so möchte man nicht einkaufen, wenn man da Spießruten läuft am Karlsplatz. Ihnen wäre schnell und kostengünstig abzuhelfen, zum Beispiel mit einer Umwidmung verschiedener Innenstadtparkplätze. Kleinere Parkplätze im Kernstadtbereich wie der Kirchplatz, die sollen in naher Zukunft nur noch den Anwohnern zur Verfügung stehen. Und sparen wir uns da den ganzen Park für Zugverkehr in dem Bereich und es wird einfach schöner. Für den Karlsplatz haben wir ja bereits den fraktionsübergreifenden Antrag gestellt, den vordersten Teil beim Spielplatz zu sperren. Dort nur noch Parkplätze für Menschen mit Behinderung und Fahrradparkplätze auszuweisen. Zudem wünschen wir uns dort schöne Hochbeete, damit bleibt man flexibel, denn sie sind jederzeit umsetzbar. Müssen wir nur noch Sie, liebe CDU, davon überzeugen, dass das Konzept ein gutes ist. Ja, des Weiteren setzen wir auch in die gerade gestartete Radverkehrskonzeption für die erweiterte Kernstadt große Hoffnungen. Wir freuen uns sehr, dass dieses Ziel trotz der schwierigen Zeiten weiterverfolgt wird. Nämlich ein kluges Radverkehrsnetz, das wichtige Punkte einer Stadt wie Wohn- und Arbeitsstätten, Einkaufsmöglichkeiten, Sportstätten, Schulen schnell, sicher und bequem verbindet, das ist ein wichtiger Schritt für die Attraktivität einer Stadt und natürlich auch wieder für den Klimaschutz. Auch wenn momentan kein Geld dafür da ist, freuen wir uns auch über die Ausweitung des Sanierungsgebiets West, dass die Innenstadtentwicklung wirklich nachhaltig unterstützen wird. Wir plädieren dafür, den Antrag auf Förderung so schnell wie möglich zu stellen. Damit setzen wir ein Zeichen der Zuversicht für einen baldigen Aufschwung und für eine Weiterentwicklung. Das Vorantreiben der Innenstadtsanierung, auch im privaten Bereich, das schafft auch Arbeitsplätze und Wohnraum. Und Menschen, die im Zentrum wohnen, die kaufen auch dort ein. Und sorgen auch sonst für eine lebendige Innenstadt, da schließt sich der Kreis wieder. Und zudem kommt der Sanierung von Altgebäuden und der Schließung von Baulücken im Innenbereich eine besondere Bedeutung bei der Reduzierung des Flächenverbrauchs zu. Und die energetische Sanierung dient dem Klimaschutz. Ganz wichtig ist uns da auch der Erhalt der restlichen historischen Bausubstanz, wo immer es möglich ist, auch ohne Denkmalschutz. Schon jetzt müssen wir dringend in der Bevölkerung ein Bewusstsein dafür schaffen, wie wichtig der sparsame Umgang mit Flächen und die Innenentwicklung ist. Auch hier wäre unter anderem wiederholt die Information im Stadtanzeiger gut, jetzt eben zum Thema, wenn auch in dem Sanierungsgebiet West. Geplant werden sollten dann zahlreiche gezielte Aktionen dazu, wie Ortsrundgänge, Gesprächsrunden, Workshops, eine gute Projekt-Homepage, aber auch die Direktansprache von Eigentümerinnen, um für einen erfolgreichen Fortgang der Innenstadtentwicklung zu sorgen. Das ist alles wichtig, damit wir überhaupt da weiterkommen mit der Innenstadt. Zu prüfen wäre auch die Fortentwicklung stadteigener Möglichkeiten zum Wohnungsbau, beispielsweise durch Aufstockungen, Überbauung von Parkplätzen und Parkflächen, entweder als Konzeptvergabe oder mit einer Baugenossenschaft. Auch ein Problem der Innenstadt sind die hohen Mieten für Ladengeschäfte. Nicht zu ändern? Vielleicht könnte die Stadtverwaltung hier eine beratende und vermittelnde Rolle einnehmen. Hilfreich wären frequenz- und umsatzabhängige Mietverträge. Schließlich sind diese für die Eigentümer allemal lukrativer als langfristige Leerstände. Also ich denke, klar ist uns sicher allen, das Gesicht der Innenstadt wird und muss sich verändern. Sie muss noch nutzungsgemischter werden und das ist auch gut so. Wohnung, Bildung, Einkauf, Gastronomie und Kultur müssen in ausgewogenem Verhältnis stehen. Auf gutem Weg sind wir hier mit der Quartiersentwicklung Dreikönig, die ja durch die Sanierung von Grundbuchamt und Stadtmuseum irgendwann fortgesetzt wird. Hoffen wir doch. Nicht vergessen werden sollte in diesem Zusammenhang ein Bürgerzentrum oder Mehrgenerationenhaus, das auch für die Belebung der Innenstadt sorgen würde. Eine Einbeziehung der Sinsheimer Bevölkerung ist bei Ihnen in diesem Thema unerlässlich. Wird nicht ohne viel Ehrenamt gehen, denn das Geld ist ja leider nicht da. Kommen wir zum zweiten Bereich der Möglichkeiten, die wir noch haben. Wo können wir noch konstruktiv etwas bewirken? Beim geplanten großen Neubaugebiet Michelsbild 2 beispielsweise. Wir Grünen stehen Neubaugebieten ja bekanntermaßen sehr zurückhaltend gegenüber. Aber wenn sie ausgewiesen werden,
dann noch bitte so, dass Sinsheim sich als moderne und ideenreiche Stadt beweisen kann. Lassen Sie uns Michelsbild 2 gemeinsam zu einem Innovationsprojekt machen. Bei einem Neubaugebiet, nur im Neubaugebiet dieser Größe ist so viel möglich. Ich hätte ein paar Beispiele. Wichtig ist ein gutes Mobilitätskonzept. Wir müssen breite Fußwege ohne Umwege einplanen, das Neubaugebiet von Anfang an in das Radverkehrskonzept aufnehmen und effektive bauliche Maßnahmen zur Lenkung der Verkehrsströme vorsehen. Ein eng getakteter Anschluss an das Stadtbusnetz sollte ja selbstverständlich sein. Denkbar wäre auch eine E-Bike-Vermietung oder ein E-Car-Sharing. Unsere Bürgerenergiegenossenschaft unterstützt das damit. Den Heizanlagen muss unser besonderes Augenmerk gelten. Fördern wir eine innovative zentrale Energieversorgung, wie zum Beispiel ein Nahwärmenetz oder auch die komplette Anbindung an das Fernwärmenetz der AVR. Da lässt sich über Satzungen ja doch relativ viel regeln oder auch über Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Die Einwohnerdichte ist im Hinblick auf eine umweltfreundliche Siedlung von besonderer Bedeutung. Denn Geschosswohnungsbau können bei geschickter Planung auch mit Einfamilienhäusern mit Gartenland hohe Einwohnerdichten erreicht werden, ohne Komfort einzubüßen. Das reduziert langfristig den Flächenverbrauch. Und je mehr Einwohner dort leben, umso mehr Nutzer werden umweltfreundliche Mobilität wirtschaftlich machen. Und noch viele andere Faktoren können bei der Planung der Neubausiedlung berücksichtigt werden. Wir können im Geschosswohnungsbau einen Mietpreis festlegen. Wir können bei den Einfamilienhäusern eine kompakte zweigeschossige Wohnbebauung vorschreiben. Wir können die winterliche Fassadenbesonnung durch entsprechende Anordnung der Baufenster sichern. Wir können eine Gestaltungssatzung erlassen, die Bauprodukte mit günstiger Ökobilanz fördern. Und nicht zuletzt müssen wir eine gute Vorsorge gegenüber den Folgen des Klimawandels treffen, also für Hochwasserschutz, kalte Luftschneisen und Durchgrünung sorgen. Sicherlich hat unsere Stadtplanung dazu noch viele andere gute Ideen. Und darauf freuen wir uns, denn man kann viel machen, auch ohne zusätzliches Geld. Zum Schluss möchte ich noch ein Plädoyer für die Beteiligung unserer Bevölkerung halten. Dort schlummern viele gute Ideen. Deshalb wünschen wir uns die Einrichtung eines losbasierten Bürgerrats, der einen gesellschaftlichen Querschnitt der Bevölkerung Sinsheims darstellt. In verschiedenen Workshops können dann Ideen gesammelt werden, zum Beispiel zur kostengünstigen Verschönerung der Innenstadt. Vor gut 20 Jahren hat sich Sinsheim mit der damaligen Zukunftskonferenz, sicherlich erinnern sich noch viele, schon einmal erfolgreich auf so einen Weg gemacht. Wenn geplante Projekte nur noch in Teilen finanziert werden können, wie jetzt die Realschule oder der Schulhof in Steinsfurt, dann sollte man sich ausführlich mit den Betroffenen beraten, Lehrerschaft, Schülerschaft und so weiter einbeziehen, die Prioritäten angeben können. Ein solches Vorgehen erhöht dann die Akzeptanz der Streichungen und die Identifikation mit den verbleibenden Projekten. Die Bevölkerung muss spüren, dass man sie mitnimmt und dass man sie ernst nimmt. Und dann haben wir gute Chancen, dass uns auch mit den leeren Kassen ein gutes Miteinander gelingen wird. So wie es uns auch im Gemeinderat und in der Zusammenarbeit mit der Verwaltung gelungen ist. Dafür allen Beteiligten herzlichen Dank. Ich finde, es ist recht gut gelaufen für die Umstände. Die Grüne Fraktion stimmt dem Haushalt, der nach langem Ringen und vielen Sitzungen zustande gekommen ist, zu, auch wenn wir nicht in allen Punkten zufrieden sind. Ich wünsche allen Anwaltwesenden schönen Weihnachten und gutes Durchhalten. Frau Wiederle.